Und da sind wir wieder mal mit einer neuen Sonntagsfolge. Hier sind Horcrux Killer und Michael Kunden. Hallo Leute. Diesmal mit einem neuen Map-Test, dem Steam Workshop Map-Test. Einer Steam Workshop Map von Was ist das zur Hölle? Wie man gerade merkt, es ist das Amazing Maze. Mit ein schönes Labyrinth. Ja. Huch. Und wieder falsch gelaufen. Es geht rund, das Labyrinth. Es ist bunt. Tja. Wir hatten ja seit längerem ein paar Folgen ausgelassen bei dem Steam Workshop. Wir haben nicht so viele Maps gemacht. Ich benutze mal hier so den linken Weg. Ich gehe mal immer links rum. Okay, hier kann ich wieder umdrehen. Mal gucken, wer schneller am Ziel ist. Tja, schauen wir mal. Ich verfolge dich einfach mal ein bisschen. Dann hatten wir ein paar Folgen hatten wir von Rising Cities hochgeladen. Und ja, wir hatten halt ein bisschen überlegt, ne, was wir machen, und ja, es ist einfach nichts geworden, sagen wir so, oder? Ja, es saßen uns auch noch ein paar Termine im Nacken, die, ja, da ist uns einfach dann die Zeit, die hat uns gefehlt. Oh, unterm Strich kann man das so betiteln. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass wir euch wieder haben. Was? Hä? Von uns auch, dass wir hier wieder was machen können. Ja. Und natürlich sind wir auf die neuen Maps gespannt. Es ist ja, es kommt ja momentan nicht viel Neues bei rum. Weil Dungeon Master 2 ja immer noch dick in der Mache ist. Und da freut man sich aber schon sowas von drauf. Ja. Wenn das endlich released wird. Dann haben wir neuen Unique Content. Naja, nicht so wirklich unique, aber er ist neu. Und ist was. So. Ah, da geht's weiter. Was haben wir noch zu erzählen? Nicht wirklich viel, oder? Moment mal, glaube ich, nicht so ganz. Achso, wer auf das Let's Play, das ich schon seit ein paar Folgen ankündige, wartet, das wird jetzt hoffentlich in nächster Zeit starten können. Da muss man ja leider auch die Zeit finden, dass man sich mal hinsetzen kann und einfach mal ein bisschen was aufnehmen kann. Ja. Rising City ist das eigentlich genauso. Das ist immer... Schneemänner! Okay. Bei Rising City ist es immer so, dass es dauert ja ziemlich, ja, lange. Es dauert nur deswegen lange, weil man immer so lange warten muss. Es ist nicht so ein Spiel, wo man, so wie hier, wo du nicht auf irgendetwas warten musst, sondern du kannst einfach machen. Was ist das denn? Sind das Augen? Okay. Das ist irgendwie... gruselig. Nur. Und noch eine Sackgasse. Ah, gibt's doch nicht. Ich hasse Labyrinthe. Ein schönes kleines noch dazu. Noch eine Sackgasse. Ja, nee. Läufst du eigentlich gerade ziellos irgendwie umher? Nein, ich halte mich immer links. Aber jedes Mal lande ich in so einer blöden Sackgasse. Was ist das für... Was ist das? Okay, es ist warm. Man hat Fenster auf und deswegen hört man den Verkehr. Na ja, gut, das bleibt nicht aus, dass man ein paar Störgeräusche hat. Ja, das stimmt. Mein Gott! What the heck? Ich hoffe, das wird nicht ganz so langweilig für euch. Wenn wir hier die ganze Folge nur durch so ein Labyrinth rennen. Tja, wenigstens lassen die Gegner was fallen. Sind zwar nicht so viele Gegner hier, aber es sind Gegner da. Okay, wir haben noch 25 Minuten.
Auf, weiter geht's. Mal gucken, 29 Leben. Und wir rennen. Tja, ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Ich laufe einfach. Och, guck mal an. Tolle Skelette. Also, mal zu den Testaspekten dieser Map. Sie ist groß, sehr groß. Sie hat keine große monsterliche Herausforderung, gerade mal. Aber dein Geduldsfaden wird beansprucht. Aber auf jeden Fall, bis man hier mal ins Ziel kommt. 29 Minuten hatten wir anfangs. Ja. Die sind schon bei 24. Das sind erst mal 5 Minuten. Die Map ist bestimmt darauf ausgelegt, dass die Zeit gut genutzt werden kann. Yikes. Pilze, blaue Pilze. Nicht essen. Sind bestimmt giftig. Wer weiß. Die ganze Zeit das Gefühl, du bist in meiner Nähe. Weil dein Namensschild immer so nah erscheint. Ja. Also ich habe hier so einen dicken Minotaurus. Das ist ein Ogre mit Wolfsjahren. Hoppala. Und platt ist er. Also meinen ersten Ogre habe ich. Cool. Ich glaube, ich hätte ihn leben lassen sollen. Wäre cooler gewesen. Mann, ich versuche immer die Map aufzumachen, aber die geht ja nicht. Oh, schick. Das wäre ein bisschen sehr einfach. Oh, das wenn man die Map so schön sich angucken kann. Ja. Aber es, man muss mal sagen, ist interessant gemacht. Immer so ein paar Elemente aus den ganzen anderen Karten sind hier aufgebaut, ansonsten halt nur Riesenbüsche. Ja, wie so ein. Ja, ist halt wie ein Labyrinth aussieht, ne? Wobei muss ja nicht unbedingt ein Buschlabyrinth sein, gibt ja auch Mauerlabyrinth. Aber es hat ein bisschen was. Ich glaube, hier war schon einer vor mir. Wieso? Ja, weil hier schon Mana-Kristalle rumliegen. Ja, das kann sein, mein Seahorse, das schießt quer durch die Hecken. Ehrlich? Ja. Da kann durch die Hecken ballern? Was ist das denn? Ja. Keine Ahnung, wie es das macht, aber es trifft. Das Einzige, was es nicht trifft, ist, wenn ein Gegner direkt vor mir steht. Mhm. Da schießt er immer links und rechts dran vorbei. Okay. Also Zielwasser hat es irgendwie so ein bisschen vergessen. Ein paar Bänke. Naja, das Interessante ist, du kannst ja auch nicht wirklich irgendwas bauen. Weil was willst du hier bauen? Das Einzige ist höchstens mit dem... Jetzt bin ich mal gerade schwer am Überlegen. Was ist, wenn man den Summoner nimmt? Ich glaube nicht, dass der hier durch die Wände gehen kann. Das wäre jetzt sehr unfair. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er durch die Wände gehen kann, aber du hast ja den Overlord-Modus. Ich denke mal, der ist deaktiviert. Ja? Wäre natürlich ein Test wert, aber ich latsche jetzt garantiert nicht zurück zur Forge. Okay, wir sind schon auf 21,43 runter. Meine Güte. Und viel habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe immer nur Büsche und irgendwie ab und zu mal irgendwelche tollen Elemente. Wie Blumenpötte. Hey, Maisgolben. Ich bin ja schon froh, dass ich einen Jester habe, dass der so schnell hier durchgehen kann. Was haben wir denn hier? Interessant. Lichterketten. Cool. Und noch mehr Augen. Das sieht nicht so aus. Das ist eklig. Ja. Von einer Sackgasse in die nächste gelaufen. Arcade? Sure, why not? Huh? Oh. Oh, da sind noch ein paar Ogre. Was ist das denn? Interessantes Gebilde. Wahrscheinlich Sackgasse. Nein, wir kommen hier weiter. Ich glaube, du bist gerade im Gang neben mir lang gerannt. Ja, also ich sehe deinen Namensschild nie. Wieso nicht? Keine Ahnung. Wie kann das sein? Nee, Mann. Vielleicht, weil ich immer zu schnell dran vorbeilaufe oder so. Oder weil ich da nicht drauf achte. Tja, irgendwann glaube ich, komme ich hier nochmal raus. Falls ich die vorher irgendwie einen Wurm hier kriege, ey. Okay, interessant.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich im Kreis laufe. Kennst du das? Ich finde, dafür kommen hier zu viele neue Elemente. Ja, das stimmt. Oh. Ich sehe dein Namensschild immer näher kommen. Und dann ist da wieder eine Hecke. Die den Weg trennt. Aber ich habe gerade die Lichterkette gesehen, von der du gerade sprachst. Okay. Oh, das ist ein Uber. Und du machst immer den rechts, ne? Du gehst rechts lang. Oh, ich gehe mal links lang. Mal gucken. Also merkt euch, Leute, wir schummeln. Wieso schummeln wir? Ja, weil wir nicht links, rechts gehen oder so, sondern weil wir da so unseren besonderen Pfad laufen, so gesehen. Das ist ein Trick, Mann. Normalerweise guckst du auch, ja, gehst du jetzt links, gehst du rechts, Bäume. Palmen. Wobei der hier nicht sonderlich viel nutzt. Eine Palmenallee. Pass mal auf, ich leg hier mal so ein Geschenk hin, damit du weißt, wo ich war. Falls ich da hier hinkomme. Ja, also falls du mal an meinem Geschenk vorbeikommst, sag Bescheid. Blumen. Oh Mann. 18 Minuten nur noch. Tja. Noch mehr Mais. Okay, hier ist eine Sackgasse. Auch noch eine Sackgasse. Aber bevor du das Ziel betrittst, auf jeden Fall warte. Erstmal muss ich gucken, wie das Ziel über... Was? Halja, bitte! What the fuck ist das denn? Was? Ich habe hier einen wandelnden Döner. Einen wandelnden Döner? Es ist irgendeine komische Figur mit... Es ist ein Donut. Es ist ein Donut, okay, mit Schwert und... Das Ding... Alter... Ich kann es nicht beschreiben. Da muss man sehen. Oh mein Gott. Hä? Oh, ich habe hier eine X, Y und Z-Achse. X, Y und Z-Achse? Ja. Ich stehe wirklich an der X, Y und Z-Achse. Mittendrin. Okay. Also mitten, wirklich mittendrin. Dann diesem komischen Tee vorbei hier. Das ist gruselig. Und schon mal ein Geschenk gefunden? Bisher noch nicht. Hm. Pizzakartons habe ich gerade gefunden. Was für ein Karton? Pizzakartons. Hier hat sich wohl irgendeiner schön eine Pizza gegönnt. Hm. Zumindest ein paar. Meine Güte, ey. Oh, oh. Du bist anscheinend beim Ziel. Ich bin da, anscheinend. Kann ich da... Ach, da ist ein Portal. Und da ist ein Kristall. Und da sind Panda-Bären. Okay, ich bin da. Anscheinend war dein Weg doch der schnellere. Oder du rennst einfach nur schneller. Was? Was heißt das jetzt? Hardcore-Mode activated. Das heißt, wenn ich jetzt Kimi tippe, dann war's das. Sicher? Wenn man dem glauben kann? Heißt das jetzt übrigens, wir müssen zum Anfang zurück? Keine Ahnung. Also, hier ist der Kristall. Und ein Portal. Und ich glaube, wenn ich durchs Portal gehe, komme ich wieder zum Start. Oder ich kill den Kristall. Komm, ich gehe mal eben durchs Portal. Ich bin wieder beim Start. Und da ist sogar ein Portal, womit du wieder zum Ende kommst. Yeah! Start und Ende haben sich verbunden. Ich bin immer noch am Laufen. Du bist immer noch unterwegs? Ja. Yep.
Richtet man echt einen an der Waffe. Merkt euch, Leute, linksrum geht schneller. Das du mit dem Jester. Ja, okay. Ich bin noch ein bisschen schneller durch den Jester. Und mit deinen ultraschnellen Boots. Meine Güte. Wann kommt denn hier mal das Ziel? Erstaunlicherweise finde ich immer noch Gegner. Tja. Und was ist jetzt die Aufgabe? Den Kristall killen? Soll ich mal machen? Also ich werde wahrscheinlich noch einen Moment brauchen, bis ich beim Ziel bin. Vermute ich jetzt. Wie viele Lebenspunkte hat er denn? Hundertzweiundvierzigtausendachthundert. Ich glaube, ich mache mit einem Schuss mehr, als der vertragen kann. Also muss ich nur sagen, wenn ich ihn abschießen soll, dann mache ich das. Weil viel mach kann ich hier nicht mehr unbedingt zeigen. Außer ich laufe nochmal zurück und... Ach, ich kann auch hier ein paar Geschenke bauen. Ich versuche mich zu beeilen. Ich bin da! Jawohl, da ist er. Okay. Oh. Ach, was? Der Boss? What the heck? Okay, jetzt. Bisschen verteilen, bevor der uns auf einen Schlag beide umnietet, ha? Keine Ahnung. Das war jetzt unerwartet. Und ich habe hier diesen Hardcore-Button gedrückt. Das war. Minotaurus? Was ist das denn? Das ist aber ein kleiner. Der ist aber. Das ist aber klein. Leben. What the heck? Und kann der auch aus. Oh. Mann! Der schießt die quer durchs Level. Bang. Ach, die Forge ist weg. Jetzt könnten wir rein theoretisch wieder flüchten und zum Maze verstecken. Na egal. Machen wir ihn fertig. Falls wir es irgendwie schaffen. Oh. Auf Leben sollte man hier aufpassen. Also ich habe immer Mana. Das heißt, du könntest gerne deinen Boost starten. Vielleicht haben wir ihn. Klar, mit 2 Millionen pro Schuss durch den Boost. Yeah! War es das jetzt oder kommt jetzt noch ein größerer Minotaurus? Das war's. Das war's. Boah. Oh mein. Oh mein, oh mein, oh mein. Okay, das war anstrengend. Nein, nicht wirklich, aber es war irgendwie lustig. Zumindest am Ende. Stell dir mal vor, der wäre richtig riesengroß gewesen, der Minotaurus. Oh mein Gott. Ja, irgendwie hatte ich damit gerechnet. Das war so ein popliger, kleiner Minotaurus. Erst zeigen sie da groß und schön die Hecke. Und dann auf einmal kommt da so ein kleines Mini-Vieh drüber. Ja, gestanden. Besonders weil das so, ne, dieses Erdbeben-technische, dieses Wackeln. Dachte ich mir so, der kommt jetzt hier um die Hecke rum. Und dann kommt er da von oben runter gesprungen. So plopp. Also. Ja, gut. Aber witzig. Ja. Ja, liebe Leute, das war's mit diesem Test. Mit diesem Steam Workshop Map Test. Für diesen Sonntag. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Sonntag wieder erneut. Leider können wir euch nichts versprechen.
wir sind halt nicht wie die großen YouTuber, die sich ihre Termine danach setzen können, sondern wir haben leider noch ein echtes Leben und andere Termine. Wir haben leider noch ein echtes Leben. Das hört sich auch schön an. Ja, es, das ist halt noch, wir machen das aus Spaß. Kronk ist es, es ist sein Job. Okay, das klingt ein bisschen fies. Nein, aber nichts für ungut. Na dann, bis dahin, wir sehen uns. Jo, bis dann.